Ich liebe es, vor Publikum zu tanzen. Ich finde es einfach toll, immer den Zuschauer zu verzaubern mit der Rolle, dass sie mitfühlen können, was man auch selbst fühlt. Julia Köhler gehört zu den ganz großen Ausnahmetalenten der Mainzer Ballettschule Star Ballett. In ein paar Jahren hofft sie, professionell auf den Bühnen der Welt zu tanzen. Natürlich würde ich gerne Ballerina werden. Das ist so mein Traum. Man drückt sich mit Gefühlen aus, eigentlich nur mit dem Körper und gar nicht mit der Stimme. Und das finde ich richtig toll. Ihre Trainerin glaubt, dass die Rheinhessin es auf dem umkämpften Markt schaffen kann, Profitänzerin zu werden. Das ist Riesenpotenzial, da kann man schon sehr viel erreichen. Ne? Ihre Stärke ist ihre Muskulatur, ganz starke, griffige Muskulatur. Das kann man viele Sachen einsetzen an diese, und sehr schnell an diese Muskulatur. Das ist praktisch ihre Schatztruhe. Julia Köhler reist von Wettbewerb zu Wettbewerb, gewinnt auch im Ausland viele Medaillen, Pokale und begehrte Einladungen zu Workshops. Sogar an einem Sonderprojekt für Ausnahmetalente am weltberühmten Bolschoi-Theater in Moskau darf sie teilnehmen. Ich habe immer geträumt, also seitdem ich halt Ballett mache, dass ich dort irgendwann mal hinkommen möchte. Und jetzt, wo ich noch so jung bin, habe ich diese Chance, es zu zeigen, dass ich es kann. Die 14-Jährige ist viel unterwegs, sieht ihre Familie kaum noch. Für Julias Mutter ist das manchmal hart. Sie vermisst ihre Tochter. Doch ihr Mädchen auf der Bühne tanzen zu sehen, macht sie sehr stolz. Wow, ich zittert, meine Körbe zittert total, total und Tränen ohne Ende. Meine Tochter sehen ist wunderschön. Julia hat außergewöhnliches Talent und das wurde ganz zufällig entdeckt. Eigentlich wollte sie nur mal beim Training einer Freundin dabei sein, doch ihre Begabung erkannten die Trainer sofort. Das war vor gerade mal 2,5 Jahren. Innerhalb kürzester Zeit tanzte sich Julia von einer Anfängerin zu einer der großen Hoffnungsträgerinnen. Das ist meine größte Leidenschaft. Ich kann jetzt mir gar nicht mehr vorstellen, aufzuhören. Es ist wie ein zweites Zuhause. Gleich nach der Schule macht die Neuntklässlerin in der Ballettschule ihre Hausaufgaben und beginnt mit dem Training. Mindestens 5 bis 6 Stunden täglich, auch samstags. In den Sommerferien abhängen gab es dieses Jahr nicht. Dafür Intensivtraining. Auszeiten schaden der Beweglichkeit. Diese jugendlichen Zeiten, das muss man investieren oder wie wir nennen, opfern für Ballett, weil nachher das wird zu spät sein. 3 Jahre Ballettausbildung hat Julia noch vor sich. Dann will sie als Profitänzerin an die großen Bühnen in Russland und der Ukraine. Sie will die Zuschauer verzaubern, mit scheinbar mühelosen Bewegungen, hinter denen ein Leben voll Disziplin steckt.